Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute soll es mal um den Begriff Smart Building gehen. Was ist ein Smart Building? Was unterscheidet das jetzt von einem Smart Home, von anderen smarten Anwendungen und wie unterscheidet sich das jetzt eigentlich zum normalen Gebäude? Darum soll es heute mal gehen, aber erstmal herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt. Das ist das erste Video im Jahr 2020. Frohes neues Jahr und jede Menge Motivation, denn dieses Jahr wird richtig spannend. Einerseits für mich und mein Unternehmen, weil wir werden jetzt super wachsen und wir haben jetzt schon tolle Anfragen für das ganze Jahr und darüber hinaus. Aber vor allem geht es auch darum, dass es für die Energiewirtschaft insgesamt natürlich ein super spannendes Jahr wird. Denn einerseits ist die Makro 2020 jetzt da und die neuen Prozesse müssen gelebt werden und auch weiterentwickelt werden hin zum Zielmodell. Aber genauso gut, jetzt kommt ja auch der Smart Meter Rollout. Und das ist ein riesiges Thema, das wird die Branche ganz schön wachrütteln und durcheinander rütteln. Und ich denke mal, da wird sich einiges bewegen. Aber jetzt erstmal zum Thema Smart Building. Worum geht es da? Schlussendlich geht es darum, dass wir Haustechnik, dass wir Gebäudeteile oder ganze Gebäude intelligent miteinander vernetzen. Also die Technik da drin oder Sensoren, die in Räumen oder Gebäudeteilen sind, miteinander vernetzen, digital auch eine intelligente Auswertung, eine Datenauswertung dahinter fahren und daraus auch tatsächlich eine komplett automatische, intelligente Optimierung der Nutzung des Gebäudes herbeiführen. Was bedeutet das jetzt aber konkret? Denn sowas wie Gebäudeautomatisierung gibt es ja durchaus schon seit den 90er Jahren spätestens, wo es dann einfach schon mal digitale Vernetzung und so weiter gab. Aber jetzt geht es halt darum, dort wirklich eine richtig hohe Auflösung von Sensordaten zu haben und eine komplett intelligente Auswertung von Daten und von eben auch der Interpretation der Daten dann zu haben und eine komplett automatische Steuerung und individuelle Auswirkungen auf die Nutzer des Gebäudes dann auch eben zu haben. Das ist also der Schritt nach vorne, der jetzt eben im Vergleich zur klassischen Gebäudeautomatisierung dort passiert. Worum geht es schlussendlich konkret? Es geht um Sachen wie Heizung, um Klima, um Beleuchtung, um Energiemanagement. Es geht um Sicherheit, Brandschutz, Komfort im Gebäude. Der ist eben durch vernetzte Sensoren, die eben miteinander vernetzt sind, die aber auch nach draußen vernetzt sind, die also zum Beispiel Umweltdaten mitnehmen, die aber auch Informationen aus dem Internet oder aus verschiedenen anderen Netzwerken mitziehen, um daraus dann eben eine Gesamtoptimierung von Abläufen im Gebäude herbeizuführen. Was sind das so für Optimierungen? Naja, das läuft zum Beispiel darauf hinaus, welche Unterschiede gibt es denn in der Nutzung des Gebäudes, zum Beispiel durch die Belegung, durch die Auslastung, durch die Nutzung von Gebäudeteilen. Ist zum Beispiel ein bestimmter Gebäudeteil eher so ein Meeting Area, wo also Konferenzräume, Seminarräume und sowas sind. Der muss natürlich anders gesteuert werden und bespielt werden als ein Gebäudeteil, der eben kontinuierlich durch Büros genutzt wird. Das läuft auf eben genau sowas wie Klimatechnik hinaus, aber natürlich auch auf sowas Einfaches wie Reinigung. Dass man da eben aber nicht nur auf Grundlage von Erfahrungswerten das Ganze managt, sondern eben wirklich auf echter Datenlage, die vor Ort jetzt gemessen wird und dann eben tatsächlich bedarfsorientiert reagieren kann. Im Energiebereich natürlich auch ganz klar, dass wir eine Optimierung der Energieflüsse herbeiführen, indem wir echte Sensordaten verwenden können, die vor Ort anfallen. Und das Ganze natürlich auch in Kombination mit zum Beispiel Wetterprognosen und anderen Informationen, die wir von draußen herbeiziehen können. Aber auch wenn wir zum Beispiel Anlagen an Gebäude haben, eine eigene Erzeugung, wo wir dann Daten aus dem umliegenden Quartier zum Beispiel nutzen können. Was dann auch sowas wie Nahwärme angeht oder weitere Quartierskonzepte, Mieterstrom dann eben auch im Gewerbebereich und so weiter und so fort. Also es gibt so viele schöne Ansätze, die durch eine deutlich stärkere Sensorik am Gebäude voranschreiten könnte, wo wir dann eine kluge Datenanalyse dahinter haben könnten und deswegen auch tatsächlich Optimierung und Komforterhöhung und so weiter für Gebäude, für die Nutzung von Gebäuden und für die Persönlichkeiten, für die Individuen im Gebäude herbeiführen können. Das ist das Konzept von Smart Building.
Das Ganze kann natürlich jetzt nochmal interessanter werden, wenn der Smart Meter Rollout wirklich losgeht und der natürlich vor allem erstmal im Gewerbebereich und Industriebereich, also bei Verbrauchern über 10.000 Kilowattstunden, richtig losgehen wird, weil da lohnt es sich auch einfach am ehesten. Und dann haben wir halt einfach eine bessere infrastrukturelle Grundlage für weitere Anwendungen. Also da könnte es nochmal wirklich interessant werden, was wir dort im Bereich von Smart Building und den konkreten Anwendungsfällen haben würden. Wie ist es so bei euch? Habt ihr dazu Erfahrungen? Habt ihr dazu Fragen oder macht ihr sowas vielleicht sogar? Habt ihr da ganz konkrete Anwendungsbeispiele und zum Beispiel auch Erfolge der Optimierung? Dann schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare. Das interessiert mich sehr, was es da so für echte Anekdoten gibt. Wenn ihr mehr wissen wollt rund um allgemeine Themen der Energiewirtschaft oder eben auch genau sowas wie jetzt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Energiewirtschaft einfach ist die Online-Akademie für die Energiewirtschaft. Wir sind natürlich auch Seminaranbieter und Consulting-Anbieter im ganz klassischen Sinne. Da könnt ihr unten in der Videobeschreibung einfach mal auf einen Link klicken. Da geht es zur eWIRT, zu unserem Auftritt auf der eWIRT 2020. Da könnt ihr gerne einfach mal vorbeikommen. Da ist ein Kontaktformular. Könnt ihr reinschreiben, wann ihr gerne an welchen Tagen vorbeikommen könntet. Und dann machen wir einfach mal einen Termin und dann lernen wir uns einfach mal kennen. Und ansonsten sind auch da weitere Kontaktmöglichkeiten, falls ihr direkt einen Ansatz habt für die Zusammenarbeit zwischen unseren Häusern. Das war es jetzt erstmal für heute. Das Smart Building ist also eine intelligente Vernetzung von Sensoren, von Datenauswertung und dann eben auch von der konkreten Umsetzung von Optimierungspotenzialen am Gebäude. Im Vergleich zum Smart Home gibt es ein paar Unterschiede. Auch dazu haben wir schon mal andere Videos gemacht hier auf diesem Kanal. Sucht einfach danach. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.